Leute, Leute, wo bin ich nur hingeraten? Hallihallöchen, ihr lieben Häschen. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Thief the Black Parade. Wir sind in einem Anwesen oder an der Außenfassade. Ich habe keinen blassen Dunst. Das ist alles sehr verwirrend hier. Hier ist ein paar Wachen rum. Eine Spinne haben wir auch schon erlegt. Eine andere Spinne ist ersoffen. Es gibt hier überall Schleichwege. Ich habe doch keine Ahnung mehr, wo ich bin. Oh, jetzt bin ich in der Folterkammer. Also entweder ist das hier die Folterkammer oder der Fetischraum des werten Hausbewohners. Warte, dass hier irgendeiner mal irgendwo vorbeilatscht, damit man den K.O. hauen kann. Ich nicht weiß, wie die laufen hier. Ich wünschte auch so ein bisschen, ich hätte ein mechanisches Auge wie in Thief 2. Hab ich aber nicht. Oh, ich bin ja nicht blöd. Hallo! Guten Tag! Oh, hast du ihn gesehen? Hilfe! Hilfe! Seid ihr echt? Ich hoffe nicht. Ganz ehrlich? Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn irgendjemand was wegsperren will, wer bringt den Verschluss so an die Tür an? Oh, hier pennt wer. That good for nothing spilled beer all over the floor in the upstairs sitting room. Wo pennt hier wer? Furious if he sees it. The sir should pay his guards better if he wants them to behave professionally. Hush. What if someone hears you? Do you want to have your pay withdrawn for another month? I for one think it's about time we had a raise for our hard work. Okay. Ich bin offenbar in der Küche gelandet. Surely he can throw a penny or two our way. Well, that would certainly be nice. Bring me some water, would you? I have to clean this. Ist da jemand? Ich kann leider nicht erlauben, dass ihr ein Aufstand macht und die Wachen alarmiert. Tut mir leid. Schnarch. Okay, ich bin auf dem Dach. Alter, was ist das schon wieder für ein Leiter? Irgendwo hier rechts von mir wird geschnarcht. Kann dann so bitte schlafen? Was bist du denn für ein Hallodri? Du bist doch von Spinnenweben eingewoben. Was ist denn hier los? Ich erlöse dich von deinem Leid. Ist ja nicht normal. Sehr schön. Neue Breitkopfpfeile. Was gibt's hier oben? Das sieht doch schon wieder mordsmäßig tödlich aus hier. Gut, dass ich gespeichert habe. Hume, wo willst du hin? Gar nicht so einfach. Mal gucken,
wie oft ich noch laden muss. Warte mal, wenn ich ein bisschen tiefer klettere. Dann geht's. Aha. Da drüben gibt es Wasserpfeile und einen Breitkopfpfeil. Das ist schön. Mein Problem ist, wenn ich da jetzt rüberhüppe, ich glaube, das hier nehme ich als Ausweg, oder? Da, wenn ich da jetzt einfach rüberhüppe, komme ich nicht wieder zurück. Ganz vergessen. Wir haben einen Weg rein von oben, von unten. Ridley, my friend. Wanna play some Drop London with me? Sorry, pal. I didn't take my cards with me this time. Don't worry. I have mine. Oh, boy. I should have stayed in bed. What's wrong? You seem to be upset about this game. Why not play a funny game? Like, well, like pheasants and weaver. Die Sache ist, ich habe die Typen gerade alarmiert, aber sie sind von ihrem eigenen Gespräch wieder gefesselt worden, was mir sozusagen den Hals gerettet hat. Schlaf gut. Läuft er über mir? Läuft er unter mir? Läuft er neben mir? Ich höre Schritte aus allen Richtungen hier. Lassen wir uns mal hoffen, dass das Feuer ist. Ist es nicht? Okay, unter mir kann er schon mal nicht laufen. Dann muss er da oben irgendwo sein. Schätze ich mal. Aber das hört sich echt nah an, wie als ob er nur wenige Schritte von mir entfernt ist. Schon raus. Ah ja. Gut, dass ich dieses Versteck gerade gefunden habe. Kein Geräusch weit und breit. Ich nutze dieses Hideout mal eben zum Speichern. Falls ihr euch wundert, wo jetzt die zusätzlichen 5 Minuten herkommen. Ich war mal ganz kurz aus dem Spiel raus.
Wer ist da? Wer macht da so Lärm? Lärm vor allen Dingen, weißt du, hier klackert mal so. Ich finde dich. Verlass dich drauf. Deine Mutter! Komm zurück! Oh Mann, ich glaub, das war wohl nichts. Was ist da? Wer bewegt sich da? Hey! Ich mach den Typen noch ganz kirre. Ey, der Typ ist doch nicht ganz sauber. Komm schon raus. Aber noch keine Gaspfeile, schade. Jetzt ist wieder alles ruhig. Na gut. Ey, der Typ, ey, dem ist nicht mehr zu helfen. Du sagst es genau deiner Meinung, mein Freund. Wenn der Typ den heutigen Tag überlebt, wird er irgendwann als Opi mal so sabbernd irgendwo sitzen und vor Paranoia völlig kaputt gehen. Hängt sich denn solche Bilder auf? Was ist das denn? Sehr widerlich. Hier, das wird. Sollte das etwa wehtun? Ja, sollte es. Okay, du überlebst den heutigen Tag leider nicht, also hast du keine Chance, paranoisch zu werden. Tut mir leid. Hat's drauf angelegt, ich wollte einen K.O. hauen. Ihr habt's alle gesehen. Was ist denn das bitte für ein Anwesen? Wer ist der Architekt? Jetzt mal ganz ehrlich. Ey, wenn der Fatzke nicht irgendwie mit, weiß ich nicht, mit Heiden befreundet ist, dann weiß ich auch nicht. Surprise, surprise. Was soll der Raum? Die Geräuschkulisse, ey. Kommt das von dir? An. Ey, wenn ich jetzt noch einen Altar finde,
Wo dem Schwindler gehuldigt wird, ne? Oder ein paar verkappte Zombies, die hier rumrennen. Magisches Bild geht auch. Was ist ja dieser Waisenheim-Betreiber. Dieser alte Kumpel von uns, der uns hier hingeschleust hat. Ich sag's euch, der hat's faustdick hinter mir und der hat ganz genau gewusst, in was der uns hier für eine Scheiße reinreitet. Verstopfter Weihwasserbrunnen. Wo bin ich hier? Was ist das? Wer bist du? Und what the f... Hi, Konstantin! Was zum... Ha? Messer Halliford, a writ to you to remind you of your duties to your baron and your city. Surely you do not expect that the payment you send on the first of the month is the entirety of your tax guild. Or do you think the Baron is unaware of your illegal trading operation with Blackbrook? Let me remind you of the example made of Lord Brynveren, and assure you that the penalties for concealment of income are as hard today as they were in Brynveren's time. The main difference, of course, is that today the inspectors receive a bounty and even more enthusiastic in their duties. The Baron waits for the remainder of your tax guild. I advise that you not leave him waiting too long. Ja, diese Halliford kommt oft mal seinen Steuerzahlungen nicht nach, was mich ehrlich gesagt wenig wundert, wenn er sich sowas hier in seiner Butze aufzieht. Wo zum Geier bin ich? Und ihm wird von Seiten des Barons oder des Sprechers des Barons schon mit Strafe gedroht. Was zum Teufel? Also das ist ganz offensichtlich eine sehr abgefahrene Bibliothek, ne? Aber... Nur um das mal zu... um das klarzustellen. Es gibt keine Bibliothek auf der Karte. Also wo zum Geier bin ich? Habe ich hier gefunden? Heiltränke. Ich mag diesen Ort. Was zum Henker? Das da ist jetzt aber nicht die ominöse, wertvolle Vase, oder? Nein, ist sie nicht. Aber sehr wertvoll. Desmond. Remember the Shimonov knives you bought some years ago? Back when they were just starting and were actually competent?
These are the good ones, and they cost a fortune now. So keep them with you. But the knives now? By far the shoddiest rubbish I've seen in a while. By the new Shamanov knives, they are the sturdiest and sharpest in the city. My dimwit hat servant actually bought them, of course, without my knowledge. To my utter terror, I had one of these knives snap not 2 days ago, and the blade went flying to the other side of the room, almost hurting poor lady Nicolodi. Sturdiest my bottom, but sharpest, that's for sure. She already hated me, but now she thinks I want to kill her. It's a miracle she avoided that blasted thing. You can be assured I had Dominic whip that moron until he was a bloody pulp. I can't fathom why people still buy that drag. The Shamanovs are swimming in so much money. They already bought that old baronial fortress near Lower Darksmoke some years back, and now they have bought another castle in Dayport. Who am I kidding anyway? I don't like the hammers very much, but these raving lunatics looking for eyes to pluck at least know how to make good kitchen utensils. I have no use for their pointless hammers, though, so they can stop supplying them to my manor house and shove them where I think. Okay, der hat wohl irgendwie mal Messer gekauft. Also früher waren die Messer richtig toll und scharf und die besten überhaupt. Und vom gleichen Anbieter, wenn er sie heute kauft, das hat sein Bediensteter ohne sein Wissen getan. Da ist wohl eine Klinge durch den Raum geflogen und er hätte beinahe eine Dame umgebracht. Und sie ist jetzt der festen Überzeugung, dass er sie töten will. Lebenszeichen. Dieser Ort kann also auf mehr als einem Weg erreicht werden. Wo zum Henker bin ich hier? Das ist Heidenwerk hier auf alle Fälle. Garden Shed Key. Was für ein Garten? Das ist doch kein Garten. Das ist im Haus. Oh, da seht ihr hier irgendwo einen Himmel. Das ist im Haus, ist das. Weil hier von Grafikbugs durchlöchert. Hab Angst. Okay, eine Frucht. Nett. Ich hatte jetzt irgendwie erwartet, wenn ich jetzt die Früchte da rausnehme, dann wird hier irgendwie eine Falle ausgelöst, die mich sofort umbringt. Lebensleistung ein bisschen wiederherstellen. Bewegt sich das hier? Wo führt das hier eigentlich hin? Offenbar zu einem Schlafplatz? Wer schläft denn hier? Hier bin ich. Ah.
Der Gargoyle sieht auch nicht freundlich aus. Ich habe schon diverse Erfahrungen mit Thief gesammelt und weiß, Statuen können sich bewegen, wenn sie das wollen. Und auf mich eindreschen, wenn sie das wollen. Okay, ein Gong. Bin ich lebensmüde. Bin ja nicht lebensmüde und werde jetzt einen Gong auslösen. Deine Mutter. Klar, ich habe auch ein Grab mitten in meinem Haus. Ist mit dem Typen nicht richtig? Ich meine, ja, es sieht sehr schön aus, aber die Geräusche alleine. Die schreien ja regelrecht danach. Hallo, ich bin ein Heide. Guck mal, da ist der Trickster abgebildet. Konstantin. Pfeife, halt die Klappe. Was ist er überhaupt? Er scheint sehr nah zu sein und doch so fern. Bin in der Hölle. In einer sehr schönen Hölle, aber ich bin in der Hölle. Wache loswerden irgendwie. Wo auch immer der Typ ist. Leck mich, ey, was. Alter. Dumpfbacke, bist gut gelaunt, ich weiß. You been at guard here long? Long enough. Long enough for what? Long enough to want to be working somewhere else. Deine Mutter. Die Vase schwebt da einfach so. Was haben wir hier? Larian Potteries. 3 times. 2 kilogram each. Diamond Alistair. 3 ugly potteries from Ilaria. Fair prices. The last one is particularly crude, but could serve as a new chamber pot. Klasse. Cookbot black puddings and gable wings from the local buttery in high tone. Steep prices, but excellent taste. Steel plate armor. 27 kilogram, D-Wall, nice plate armor from the Siege of Mirrenwell. Proprietor unknown. Pauldron sabatons and canters are missing, but otherwise in excellent condition. Got an interesting visitor today. Some old man was looking for a couple of rare books that were stolen from a library in Darksmoke. I promised me quite the sum if I returned him these books. There even a library in Darksmoke? I don't recall seeing anything other than old castles, merchants, households, and poor houses. I do have some valuable books in my library. Can't remember that man's face, nor his voice. The only thing I recall is his greenish attire. Custom-made iron maid. Iron Maiden. 48 kilogram per
Quadratmeter. Fragt mich nicht, wie man Quadratmeter auf Englisch ausspricht. Die Wall. Used by the old secret police on the Flavanders rules? Ruler? Keine Ahnung. Very ugly and hard to carry, but I have a very amusing idea with it. Had an alchemist examine the golden bones bought from that pagan. Turns out it's just pewter with lead. Gareth is going to have some fun. Which was the reality? 45.7 × 54.6 cm. Outskirts of Kingsbridge. Irgendwelche Maße. The Great Harlot of Trelawney. Noch mehr Maße. Zentimeter. Pawnshop Downlark. 3 paintings by the famous Lizotte. For 2 apples, 1 egg. Also für ein Apfel und ein Ei. The Taffer didn't even know the treasure he had in his slop shop. The first 2 are agreeable, but the real price comes with the 3rd. Could do well in private study. Heading to the Dark Hollow tonight. Okay. Kommt wirklich vor wie in Konstantins Haus hier. Konstantins Haus war ja so, wir sollten ja Konstantins Schwert in Dief 1 besorgen, falls sich irgendjemand daran erinnert, außer mir. Und das Schwert schwob ja auch einfach so im Raum. Nun, wir sind genau da, wo wir sein sollen. Es ist nur ein völlig abgefahrener Ort. Was zum Teufel? Und niemand hier wundert sich darüber. Aha. Ja, ihr seid ein paar Pfeifen, ich weiß. Mann, die Hose, ey. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich Angst habe. Ah, sind das nur Hintergrundgeräusche? Aber da gibt es ja auch Wiesen. Meine, auf übergroße Spinnen in der Kanalisation sind wir ja schon getroffen. Alter. Leute, ich würde sagen, für heute reicht das. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Würde mich über nette Kommentare und Däumchen nach oben freuen. Und ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge von Let's Play Thief The Black Parade wieder ein. Vielen Dank fürs Zusehen, bleibt schön fluffig und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.